Ich kann ja kein Wort verstehen. So. Nee, das war kein Lastwagen. Das war die Maschine aus Frankfurt. Was? Nee, höre ich überhaupt nicht mehr. Bestören tun die mich eigentlich nur, wenn sie nicht fliegen. Weißt du, bei Nebel, da wäre ich ganz nervös. Da wache ich ganz früh morgens auf. Ja, da fehlt mir richtig was. Leider, Trutchen. Leider kann ich jetzt so lange schlafen, wie ich will. Wenn ich kann. Werner schmeißt doch den Laden ganz alleine. Ja, hat ja auch lange genug bei mir gelernt. Nein? Nein, ich misch mich wirklich in nichts mehr ein. Aber eine kann ich dir sagen, du. Wenn drüben jemand in den Laden geht, da wäre ich immer noch kribbelig. Mhm. Danke, danke, denen geht's allen gut. Hä? Na, du bist gut, eine Hochzeit in Sicht? Nee, Werner und Thomas, die suchen beide noch. Weißt du, Werner sucht so gerne. Thomas? Ah, Trutchen. Hat doch einmal eine Enttäuschung erlebt, ja. Zu sensibel, der Junge, hat sich so in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Trutchen, bei mir klingelt's. Bleibst du mal einen Moment dran? Ja, warte mal. Ja, komme schon! Oh, Thomas! Tag, Mutti. Das ist aber eine seltene Ehre. Na, nun komm rein, was ist? Ich war gerade in der Nähe, da wollte ich mal vorbeigucken. Ja, hüpf schon dir. Ich habe Tante Trutchen am Apparat. Sag mal, willst du hier stehen bleiben? Komm rein, ich will mich nur von ihr verabschieden. Trutchen, ich muss aufhören, Thomas ist gekommen. Also, was ich sage, wenn man vom Esel spricht. Der Junge hat irgendwas, du. Trutchen, mach mir mal ein Kostüm fertig, ja? Und grüß Albert. Wiedersehen. So, na? Hast du schon Kaffee getrunken? Ja, vielen Dank. Brauchen wir schnell eine Zigarette und dann gehe ich wieder. Mhm. Gibt's was Neues? Hm. Beruflich? Nö, läuft so. Und sonst? Auch. Hm? Ach, ist doch vorbei, weißt du doch. Ach, natürlich. Was macht überhaupt dein Herz? Mein Herz? Hm? Spür ich kaum noch. Und deins? Was Ernstes? Vielleicht. Erzähle. Och. Du, also, wenn du mir nichts sagen willst, lass es bleiben. Du weißt, ich bin nicht neugierig. Aber wenn du mir was mitteilen willst, dann tu es mal ganz schnell, ja? Sonst platze ich hier. Mutti, ich werde heiraten. Hab doch gleich gewusst, dass mit dir was nicht stimmt. Na, wen denn? Nun lass dir aber nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Patricia, kennst du nicht. Wir haben uns erst vor 3 Wochen kennengelernt. Was, vor 3 Wochen? Mhm. Ist ja enorm. Und nach dieser langen Zeit der Prüfung, glaubst du gleich, dass die richtige? Ich glaube nicht, ich weiß. Klingt ja alles wundervoll. Aber weißt du was, jetzt fängst du mal von vorne an. Los, sag, wie hast du sie kennengelernt? Ohnmächtig und halb ertrunken. Was war sie ertrunken? Sie ist mit ihrem Segelboot gekentert und da habe ich sie rausgezogen. Patricia ist überhaupt ganz anders. Augen hat sie und lange blonde Haare und eine Nase. Eine Nase hat sie auch. Fabelhaft. Gestern hat sie mich im Büro abgeholt. Und sie sagt, ich soll die Vertretung aufgeben und irgendwie in die Industrie gehen. Kreativkaufleute sind heute selten. Was, kreativ? Was ist denn das? Woher weißt du denn das? Sie arbeitet in einem großen Betrieb. Und kommt überhaupt für rum. Neulich, als sie mich abgeholt hat... Was, ein Auto hat sie auch? Hm? So einen kleinen Flott-Zweisitzer, toll, du. Und ihre Kleidung, klasse. Na, muss ja aber viel verdienen. Oder einen reichen Freund haben. Was du immer gleich denkst. Sie hat eine gute Stellung. Der Chef würde ohne sie gar nicht auskommen. Das geht manchmal bis tief in die Nacht, aber das wird sich ändern. Das hoffe ich aber für dich, mein Junge. Kennst du ihre Eltern schon? Ihre Mutter ist tot und über ihren Vater spricht sie nicht so. Ich glaube, sie will darüber nichts sagen. Bist du heute mit ihr verabredet? Hm, naja. Warum? Bringen Sie mit heute Abend, ja? Zum Abendessen. Dieter und Ilse kommen auch. Ach, ich weiß. Na, wieso? Sie muss mich ja doch mal kennenlernen. Hat sie es wenigstens bald hinter sich. Pass mal auf. Hm? Ich rufe sie gleich an. Ja. Ne? Trifft sie es wenigstens nicht so unvorbereitet. Mutter. Ja, aber du hast doch vorhin am Telefon. Ja, da wusste ich auch nicht, dass der Idiot heute schon kommt. Wer? Der Direktor aus Paris. Weißt du, mit dem Französisch von meinem Chef, der ist kein Start zu machen. Ich muss unbedingt dabei sein. Und wie lange wird denn das dauern? Weiß ich nicht. Aber ziemlich lange. Also mit mir kannst du heute nicht mehr rechnen. Du, da kommt mein Chef ja schon. Also entschuldigst du mich bei deiner Mutter. Ich rufe dich dann an, ja? Ja.
Chef kann sich das ja leisten. Wieso mein Chef? War das nicht eben Ihr Chef? Wie kommen Sie denn darauf? Erstens fährt der Alte eine ganz billige Kiste und zweitens hat er zurzeit keinen Führerschein. Von wegen hoch die Tassen und so. Ich hoffe, dass ich wieder viel drehe. Das ist ja ein bisschen eng, aber. Nee, das letzte Mal, das wird nicht gezogen. Naja, aber wir kommen ja nicht mehr zum Nachher. Ja, das fürchte ich auch. Ja. So willst du tanzen? Wollt ihr was essen? Was schon wieder? Nummer 23. 23, okay. Herr Ober, ja. Bitte doch noch mal die Speisekarte. Ich glaube, ich esse doch lieber eine Kleinigkeit. Ich muss bei dir vorbeikommen. Der Ober hat so eine scharfe Kante. Das muss ja für mich sein. Oh, du kannst jetzt mit Dieter überhaupt nicht. Der denkt nur an die Füllung seines Magens. Filetsteak mit Spargelspitzen. Junge, Junge, wo isst du das bloß hin? Das siehst du bloß nicht. Ich weiß es. Hat einen sehr guten Schneider. Oh, komm, Dickerchen. Tu mal was für deine Figur. Ja, aber Engelchen, du weißt doch, dass ich keinen Cha-Cha-Cha tanzen kann. Aber Liebling, das ist so. Hm? Dafür schickt man dich extra in die Tanzstunde. Okay, zwei Kurse musste ich mitmachen. Das einzige Schöne daran war, dass ich hinterher immer herrlichen Appetit hatte. Thomas, deine Schwägerin möchte tanzen. Ja, und dein Bruder muss sich noch ausruhen vor seinem Steak. No. Natürlich gern. Na, du hast ein Schwein. Eins, vier. Hast vergessen, dass du eine kinderreiche Familie eingeheiratet hast. Ist doch nett hier, nicht? Ja. Aber ich eine gute Idee, Mann. Thomas kommt hoffentlich auf andere Gedanken. Der Junge gefällt mir heute gar nicht. Was hat er denn eigentlich? Weiß nicht. Irgendwas ist schiefgegangen, nämlich eine neue Liebe. Aber du weißt, ich frag ja nicht. Du kennst mich. Ja, ich kenne dich. Aber dass du nicht fragst, das ist ganz was Neues. Na, bloß nicht frech. Ah, wird sich schon wieder einringen. Hoffentlich. Hoffentlich erlebt er nicht dieselbe Enttäuschung wie das letzte Mal. Hey, Thomas! Au, oh, du bist ja schon so schlimm wie dein Bruder. Entschuldige. Manu, was hast du denn vor? Willst du jemanden eifersüchtig machen? Mhm. Und dann aber auch richtig. Du musst mitmachen. Komm, himmel mich an. Na, dann mach lieber die Augen zu. Da läuft mir doch dieser. Ich möchte gehen. Was hast du denn? Kopfschmerzen. Naja, es wird ja höchste Zeit, dass wir ins Bett kommen. Lotti, ich möchte zahlen. Was hat das? Also das waren zwei White Lady und zwei Whisky. Doppelte. Dankeschön. Was ist? Ist sie weg? Ja. Komm, wir gehen an die Bar. Ich muss einen trinken. Rogalski! Ach, Tutchen. Was? Nee, bin ich heiser. Weißt du, er verträgt nichts und er schläft zu fest und ich will ihn doch nicht wecken. Thomas. Nein, schläft nur ausnahmsweise heute mal hier. Ach, da, so vergnügt war es gestern Abend nur auch wieder nicht. Es klingelt bei mir. Warte mal einen Augenblick, warte. Guten Tag. Guten Tag. Frau Rogalski? Mhm. Entschuldigen Sie, dass ich so unangemeldet komme, aber ich mache mir nämlich Sorgen. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Das brauchen Sie nicht. Kommen Sie rein. Thomas hat Sie gut beschrieben. Sie können nur Patricia sein. Bitte? Kommen Sie.
Bitte nehmen Sie Platz, ja? Ich telefoniere gerade. Ja, wenn ich störe? Wenn Sie stören würden, würde ich es Ihnen sagen. Trutchen, ich habe gerade Besuch bekommen. Ich rufe dich morgen an, ja? Wiedersehen. Also, was haben Sie für Sorgen? Bitte, nehmen Sie Platz. Bitte, kommen Sie. Ja. Danke. Bei Thomas meldet sich niemand. Ich habe schon den ganzen Vormittag versucht. Ich bin sogar hingefahren, weil ich dachte, das Telefon sei kaputt. Im Büro ist er auch nicht. Heute Nachmittag waren wir verabredet, aber er hat mich nicht abgeholt. Und da dachte ich, wissen Sie nicht, wo er ist? Er schläft nebenan. Er schläft? Ja, ist gestern Abend bei uns spät geworden. Ich weiß, ich habe mich ganz schön blöd benommen. Aber ich war im Moment so... Haben Sie ihn gesehen? Und wie? Ich hätte ihm gleich meine Meinung sagen sollen. Ich verstehe das einfach nicht. Hat man endlich jemanden gefunden, von dem man glaubt, dass man sich auf ihn verlassen kann? Da geht er schon mit einer anderen aus. Die ist auch viel zu alt für ihn und die hat sich rangeschmissen. Bitte, jetzt hören Sie endlich auf. Mein Sohn hat schließlich auch gedacht, er hat jemanden gefunden, auf den er sich verlassen kann. Und dann ist dieses Mädchen angeblich mit ihrem Chef verabredet. Aber das war nicht und mein geht. Chef. Ja, das hat er auch herausbekommen. Ich hätte ihm ja längst alles gesagt, aber ich wollte erst mit meinem Vater sprechen. Worüber? Über Thomas. So, wäre es nicht besser gewesen über diesen Begleiter von gestern Abend? Aber das ist mein Vater. Was ist... Was, Ihr Vater? Ja, natürlich. Ach, Thomas hat aber geglaubt, das sei mein Freund? Ja. Das muss ich Daddy erzählen, der lacht sich tot. Na, dann lachen Sie sich auch gleich tot. Das Mädel, mit dem Thomas gestern Abend getanzt hat, das war seine Schwägerin. Also jetzt muss ich den Jungen wach machen. Nein. Oh Gott, der Kaffee, mein, das Wasser ist ja schon zerkocht. Oh. Beinahe wäre mir das Kaffeewasser angebrannt. Riecht aber gut. Ja, tolles Aroma, nicht? Kösterkaffee. Mokka Double. Das muss ich Daddy auch erzählen. Darüber wird er sich noch mehr freuen als über seine Liebhaberrolle. Wieso? Trinkt er auch Kösterkaffee? Und wie? Er verkauft ihn nämlich. Aha. Ja, mein Vater ist Kurt Köster. So? Was? Köster? Was denn? Kurt Köster, der hier? Der mit den vielen Geschäften? Edler Duft in jeder Tasse? Kosta Kaffee einfach klasse. Wieso, das ist Ihr Vater? Ja, aber von dem habe ich doch gerade in der Illustrierten gelesen. So leben Deutschlands Millionäre. Das ist Ihr Vater? Ja. Ja, komisch, Thomas hat mir noch gar nichts davon erzählt. Ach so, ja. Hat gesagt, Sie haben nur den Vater bei. Aber Sie stehen nicht gut mit ihm. Ach, das habe ich doch nur so gesagt. Warum? Weil ich einen Mann haben wollte, der mich liebt. Und nicht das Geld meines Vaters. Ja, aber wieso? Einmal muss er es doch erfahren. Ja, das sagt Daddy auch. Er möchte seinen zukünftigen Schwiegersohn noch vor der Hochzeit kennenlernen, wenn sie es machen, das sagt er. Also mich wundert ja nur, dass Thomas das nicht rausbekommen hat. Der hört doch sonst die Flöhe husten. Ich wohne doch nicht zu Hause. Ach so. Ja, seit dem Tod meiner Mutter. Naja, man kann es ihm ja auch nicht übel nehmen. Mein Vater sieht sehr gut aus und die jungen Mädchen fliegen auf ihn. Aha, verstehe schon. So eine Art Spätplayboy. Ja, aber schließlich ist dein Vater ja auch ein Mann. Ich habe mir daneben in der Stadt eine kleine Wohnung gesucht, eine Stellung angefangen und mein eigenes Leben begonnen. Ja, das war genau richtig. Mhm. Ich habe endlich jemanden gefunden, von dem ich ganz genau weiß, dass er nicht das Geld meines Vaters will. Wieso, das braucht er doch auch nicht. Erstens hat Thomas nicht die ärmste Mutter, zweitens verdient er gut, ist doch ein tüchtiger Junge. Na eben, mein Vater kann sich doch gar keinen besseren Schwiegersohn wünschen. Thomas ist der Mann für die Firma. Er hat Ideen und ist so mitreißend frisch. Hab ich einen Durst? Ja? Gibt's bei dir Kaffee? Ja, schon fertig. Ach na ja, wirklich, du siehst ja mitreißend frisch aus. Hast du wenigstens gut geschlafen? Gut. Wenn ich den Kerl erwische, dann bringe ich ihn um. Lass den Kaffee stehen, kriegst du gleich. Das würde ich aber an deiner Stelle nicht tun. Warum willst du denn Patricia zur Vollweise machen? Ist mir doch egal. Vollweise? Mhm. Es war ihr Vater. Glaube ich nicht. Dann fragst du doch selbst. Tue ich auch. Na also.
Wo gehst du denn hin? Ins Bad. Und dann zu Patricia. Du? Da gehst du aber in die verkehrte Richtung. Kinder, lasst euch Zeit, ja? Ich stell den Kaffee warm. Trutchen, hast du denn das Foto gesehen? Warte doch mal, ja? Da, das hier. Verlobung im Hause des Kaffeekönigs. Patricia, die Tochter von Kurt Köster, verlobt sich mit Thomas Rogalski. KK stößt gerade mit der Mutter des Verlobten an. Ich muss wirklich sagen, also ich sehe ganz gut aus. Kleid hast du einfach fabelhaft gemacht. Was? Köster? Eingebildet? Und sag mal, wie kommst du denn nur wieder darauf? Ach, Unsinn. Mensch wie du und ich, nur vermögender. Charmeur. Der wirkt nicht nur auf junge Mädchen. Ja? Ich? Ach so, sündige gerade ein bisschen. Natürlich ist Thomas glücklich. Patricia ist doch nicht nur reich, das ist ein richtiger Mensch. Hochzeit ist sogar noch vor Weihnachten. Natürlich wirst du und Albert auch eingeladen. Das ist doch selbstverständlich. Ja. Brötchen, bitte entschuldige, ja? Klingelt gerade. Hast schon gemerkt, immer wenn wir beide telefonieren, dann klingelt es. Die Leute haben was gegen uns. Hm? Sag mir bald Bescheid, wenn die Anprobe ist, ja? Hm? Und grüß Albert, ja, ja. Thomas! Oh, mein Junge. Na, das ist aber eine Überraschung. Ja? Hast du schon zu Abend gegessen? Hm. Was denn nun? Im Ja oder im Nein? Nein, ich hab keinen Hunger. Aha. Na? Trinkst du Sherry mit mir? Nö. Gibt's was Neues bei dir? Nö. Wie vielte ist denn das heute schon? Hab ich nicht gezählt. Was macht Patricia? Krach? Ich hab mich entlobt. Was hast du? Ja, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Also Moment mal, mein Junge, ja jetzt muss ich mich aber wirklich erst mal setzen. Mutti, ich weiß, es ist schwer zu erklären. Ja, aber trotzdem sehr hübsch, wenn du es tätest. Und sag mal, du hast wohl wirklich vergessen, was du mir mal erzählt hast da drüben auf dem Sessel, was? Patricia, eins Gericht hier für dich. Und jetzt ist aus? Ja, wieso gefällt sie dir nicht mehr? Unsinn, ich liebe Patricia. Aha, aber? Aber ich komme einfach nicht darüber hinweg. Ja, worüber? Sie hat zu viel Geld. Das ist doch mal was anderes. Andere haben zu wenig. Das Schlimmste ist, sie versteht mich nicht mehr. Früher hat sie ganz anders gedacht. Moment mal, dass Patricia viel Geld hat, das ist vielleicht eine Art Geburtsfehler. Aber ich meine, dafür kann sie ja nichts. Sag mal, was stört denn dich daran? Verdienst doch genug, um deine Frau zu ernähren. Das habe ich ja auch gedacht. Na also. Am Anfang war sie ja auch ganz vernünftig. Die Wohnung hat sie ausgesucht. Ja? Wunderbar. Aber viel zu teuer. Die Einrichtung. Ein Traum. Könnte ich mir nie leisten. Aber KK bezahlt ja immer alles. Da fühlt er sich auch furchtbar wohl dabei. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Spaßverderber. Unser Kaffee kommt aus dem Hause KK. Der Wein aus dem Hause KK. Wenn wir mal zusammen ausgehen, dann darf ich nie bezahlen. Ich brauche nur die Hand an meine Brieftasche zu legen. Was ist los? Er ist beleidigt. Sogar unsere Hochzeitsreise ist ein Geschenk von KK. Bahamas. 3 Wochen. Wenn ich jetzt noch in seine Firma eintrete? Mutti, das ist keine Heirat, das ist eine Einheirat. Ach, Junge. Weißt du, was ich heute Nacht geträumt habe? Ja? Und was hast du denn nun geträumt? Na, nur sag schon. Mich hat jemand gefragt, wie ich heiße. Dann habe ich gesagt, Thomas Köster, geborener Rogalski. Ja, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht meine ganze Selbstachtung aufs Spiel setzen. Mhm. Ja, hast völlig recht, das sehe ich ein. Patricia ist wirklich nicht die richtige Frau für dich. Weißt du, was du jetzt machst? Jetzt fährst du für ein paar Wochen weg, weißt du? Gibt ja noch so hübsche andere Mädchen, nicht? Was du immer sagst. Weißt du überhaupt, wie Patricia über dich redet? Erst gestern hat sie zu mir gesagt, du bist wie die zweite Mutter zu ihr. Ja, aber zufällig bin ich deine Mutter. Und ich kann nicht ausstehen, wenn Patricia dich unglücklich macht.
Und das macht sie doch, oder? Wie? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann ich so nicht mit ihr leben. Hm. Und ohne sie leben möchte ich auch nicht. Ich glaube, ich bin's ihr schuldig, wenn ich noch mal mit ihr rede. Nein, nein, du, das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Weißt du was, jetzt gehst du nach Hause und überschläfst das alles, ja? Morgen, du. Morgen sieht doch alles ganz anders aus. Aber liebe gnädige Frau, ich bin nicht nur wie vor dem Kopf geschlagen. Ich bin auch völlig ratlos. Als meine Tochter mir erklärte, warum Thomas die Verlobung gelöst hat, das sind doch Kindereien. Ich liebe meine Tochter und Thomas ist wie ein Sohn für mich. Warum soll ich den beiden nicht verschenken? Warum soll ich den beiden das Leben nicht so schön machen, wie ich kann? Wenn ich es kann. Ich habe doch sonst niemanden auf der Welt. Tag, Liebling. Ich bin ein bisschen früher gekommen. Tag. Guten Tag. Entschuldigung, ich konnte ja nicht wissen, dass du Besuch hast. Ich bin im Moment in einer wichtigen Besprechung. Es dauert noch eine Viertelstunde. Ja. Kleiner. Du, ich warte dann so lange auf dich, ja? Ja, schon gut. Aber ich bitte Sie, wenn Sie eine Verabredung haben, ich meine, wir beide können uns ja ein andermal unterhalten. Aber nein, Frau Hoffmann kann einen Moment warten. Ja? Schaden kann sie auch nicht. Wird sie ein bisschen älter. Patricia, sag mal, was ist denn nun? Findest du, dass Thomas recht hat oder nicht? Naja, theoretisch schon. Aber schließlich ist er wie mein Vater. Ja, aber mein Kind, einmal muss man sich doch entscheiden. Entscheiden? Na, eins kann man doch nur sein, Tochter des Vaters oder Frau des Mannes. Hm? Übrigens, stimmt ja, Herr Köster, Sie wollte ich schon so lange etwas fragen. Haben Sie eigentlich die Firma KK-Kaffee so übernommen, wie sie jetzt ist? Na, hören Sie, die Firma hat doch ich gegründet. Ach. Gleich nach der Währung zu fahren. Mit einem halben Sack Kaffee, auf Pump. Das war eine harte Zeit. Nicht so einfach, wie man sich doch das heute vorstellt. Und haben sehr viel gearbeitet, nicht? Das können Sie glauben. Mir hat keiner was geschenkt. Aber ich bin stolz darauf. Und es hat Spaß gemacht. Und warum gönnen Sie meinem Sohn da nicht auch den Spaß? Hast du deinen Ausweis, Liebling? Hast du die nicht? Nein. Ach, hier sind sie drin, Gott sei Dank. Na, Thomas, jetzt fahr aber schon. Wiedersehen, mein Junge. Tschüss. Und vergiss nicht, das Telefon ist schon erfunden. Ja. Und tu mir eine feine Hochzeitsreise in dem Ding. Also ich finde ja sowieso alles gut. Vielleicht habt ihr es gutes Wetter. Sei vorsichtig beim Baden. Patricia, pass bei uns. Lass mal voran. Ja, ja. Tschüss. Pass beim Schwimmen. Ja. Pass auf ihn. Tu mir einen Wenn die beiden wenigstens nach Saint-Tropez gefahren wären. Aber eine Hochzeitsreise nach Sylt? Ja, wieso? Die beiden haben sich's ausgesucht und Thomas kann es auch bezahlen. Und besser mit Sylt anzufangen und mit den Bahamas aufzuhören als umgekehrt. Und ich sitze jetzt da mit meinen beiden Schiffspassagen. Die will das Reisebüro nicht zurücknehmen. Ja, wieso? Fahren Sie doch selber mit Ihrem blonden Glück. Ach, Frau Galski, die jungen Mädchen von heute, das ist auch nicht mehr so wie früher. Wie wär's denn mit Ihnen? Hätten Sie nicht Zeit und Lust? Herr Köster, Sie müssen nicht immer gleich von einem Extrem ins andere fallen. Habe ich ihm sofort gesagt. Na, hör mal, Trutchen, ich werde doch nicht mit dem als Ersatzbiene in See stechen. Nein, du, nein. Er hat sich wirklich total verändert. Er mischt sich in gar nichts mehr ein. Der lässt die beiden ganz allein entscheiden. Genau wie ich. Was? Woher die beiden auf Sylt gekommen sind? Na, Trutchen, war natürlich meine Idee. War ich doch auch damals auf Hochzeitsreise. Ja. Trutchen, ich kann kein Wort mehr verstehen. Warte doch mal. Eines Tages kommen Sie noch ins Wohnzimmer. Warte mal eine Sekunde. Ist es dann so, ich muss mal lernen? Warte doch mal eigentlich, ja? Die Männer brauchen sich gar nicht mehr zu rasieren. Die Stoppeln fallen Ihnen runter. Was? Ach du, Hochzeitsgeschenke, entzückende Sachen. Wirklich? Ja. Nein, nicht das Übliche. Also eine Waschmaschine, wer kriegt die zum Beispiel schon? Natürlich. Und dann...